Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Und zwar diesmal Goodbye New World, so ein Horror-Game, Minecraft-Style. Ich habe mich sicher oft erschreckt, obwohl ich mir jetzt ein Video angeschaut habe, wo dieses Game gezeigt wird und weiß, wo die erschreckenden Sachen sind. Aber ich würde mal sagen, ich starte dann das Spiel mit This is a tale of sacrifice, of pain, of sickness, of fear. Blood of kings spilled crimson in the namesake of old tradition, ages before carved into the damp stone walls of an underground labyrinth civilization. Rumors of dark whispers, whispers that echoed endlessly along those cold, cracked surfaces. The whispers told of a tormented soul whose rage funneled into the fate of this civilization, bringing upon its ruin. Okay, ich bin da. Ich werde mal schauen, dass ich diese Szenen lauter machen werde. Ich glaube, hier werden wir gleich Hero Bone entgegentreten, oder? Quarz. Ah. Solche, die sind jetzt nicht so schlimm. Es sind einige, die noch nicht so schlimm sind. Auch einige Sounds noch nicht fertig. Das Spiel ist noch in der Beta. Aber... okay, das... da kommt jetzt auch ein... ja. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Was dann passiert ist. Ah, doch. Ich weiß es wieder. Aber ich habe ja nur einen gesehen, aber da gibt es ja immer ganz viele Wege. Aber ich gehe jetzt einfach mal den. Oder Moment, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Was? Die Tür öffnet sich nicht. Okay, dann gehe ich mal zum anderen Weg. Von da sind, hat sich das gerade verändert. Was ist da? Ah, ja, ich weiß wieder, wo wir sind. Da ist ein... was? E. There were two people on the world when the chunks had loaded, called Notch and his brother Edward. When settlers spawned in the villages they created, these two people were worshipped as if they were gods. They had shaped the world as we knew it. He built the towns, the cities, and were thought to be invincible. Als die ersten Chunks geladen sind, waren zwei Menschen auf der Welt. Notch und sein Bruder Edward. Und die haben halt alle Städte und so gebaut. Es ist etwas leise eingestellt. Sind halt manche Sachen schon richtig cool, also manche sind halt noch nicht fertig, wie zum Beispiel. Ja, das wird man dann schon noch sehen, wenn es mich nicht so reißt. Ich glaube, es gibt noch keine richtigen Gegner. Und da kann man nicht rüber, soweit ich weiß. Nein, auch nicht rüber schauen. Gut. Ein Bach. Steine. Und dann müssen wir jetzt runtergehen. Da ist wieder eine Notiz. Huch, das ist, wie wenn ich Mausempfindlichkeit ganz groß eingestellt habe. One night, Notch and Edward had a bit of a disagreement over what to add in the next update. This argument lasted a few months, so Notch was left with no choice. Einmal haben sich die beiden gestritten, welches Update jetzt gemacht werden soll, oder was beim nächsten Update. Das hat sehr lange gedauert und ich glaube, ich habe jetzt nicht alles gehört. Ich glaube... na, ich weiß es nicht. Sie haben sich halt gestritten. Okay, da ist ein Knopf.
Kann ich nicht nehmen, oder? Schocker gibt's öfters hier. Okay, okay, was ist hier? Hier geht's. Ah, da geht's weiter. Ah ja, da geht's dann runter. Und da muss man dann so durch. Ja, okay, da sieht man wieder so ein Park, die ist viel dunkler, aber. Okay, was passiert jetzt? Ah, ja, genau. Leider zwar ohne Sound. Ja, da können wir nicht zurück. Ja, ich weiß, es hat schon einige sind. Aber auch nicht mehr alles. Huch. Download-Link wird wahrscheinlich in der Beschreibung sein. Ja, schon wird noch ein bisschen komisch aus. Download-Link wird wahrscheinlich in der Beschreibung sein, aber ihr müsst aufpassen. Es ist eine Warnung, weil dieses Spiel hat noch in der Beta das ganze Virus enthalten. Ist, dass sich dann da was geöffnet hat. Anscheinend nicht so. Ja, ich denke mal, oben wird auch nichts mehr sein. Gut, dann gehen wir mal da. Ja, das war halt jetzt gerade nur Dings. Blöcke, kleine. Oh. Ja, jetzt kommt so ein Teil, wo. Ich hoffe, wenn ich es weiß, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, ich habe ihn gedrückt. Jetzt kommt so ein Teil, wo wir dann abstürzen und und so selbst. Ich bin eigentlich voll schreckhaft, aber jetzt geht's. Press F. Habe ich jetzt eine Torch? Ja. Unlogisch, so kleine Blöcke gibt's gar nicht. Nein. Was? Oh nee. Spender. Kann man da irgendwas machen? Nein. Oh, nein, nein, die will ich einhalten. Behalten. Ah, Moment, jetzt kommt, glaube ich, wieder ein Schocker, oder? Das. Hä? Hört ihr das auch? Okay, das ist offenbar ein Gameboy.
Der hat ziemlich komisch ausschaut. Kann ich hier auch irgendwas machen? Nein. Gehen wir mal, das ist ziemlich komisch. Gruselig. Da waren doch gerade Augen, oder? Mist. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Okay. Ah ja, Moment. Es ist jetzt wieder so eine Animation, die halt noch keinen Sound und so haben und noch nicht so gut sind, aber das Game ist eben noch in der Beta, könnt ihr euch gratis downloaden. So, und da müssen wir jetzt so rundherum gehen, das finde ich auch geil gemacht. So. Das sind so Türen. Ich glaube, hier passiert nichts Gruseliges. Hoffe ich zumindest. Ah, das ist nicht echt gemacht, da ist Lava in der Mitte, also. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht, wenn ich I drücke. Nein. Aber da geht's den Weg. Da muss ich jetzt einen Knopf suchen, glaube ich. Oh Mann, das Lied kenne ich. Ich habe den Knopf voll schnell gefunden. Moment. Ist das so vermischt mit der Minecraft-Musik, oder? Ja. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst tun soll. Die Lava schaut jetzt danach ein bisschen komisch aus, aber... Aber mit dem Shader. Da kann ich nicht... Oh ja, genau, und davon endet das Spiel. Moment. Okay. Jetzt. Okay, ich denke, das war's jetzt. Die Endanimation verstehe ich noch nicht so. Okay, das war's. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles gut gesehen und so. Weil mit Fraps, ich nehme das jetzt mit Fraps auf, aber das funktioniert bei dem Spiel nicht immer. Also bei solchen Spielen, das Spiel spiele ich zum ersten Mal, ja. Okay, Sekunde, was haben wir? Ja, das Spiel gibt's gratis zum Downloaden. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist halt so ein Adventure-Game-Ding. Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Weil es sind sicher noch einige Sachen, die ich nicht entdeckt habe, die man dann schauen kann, oder vielleicht noch ein zweiter Weg, weiß ich nicht. Und, also, ja, ich kenne nur das eine. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über jede positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.